Weiter geht's mit Assassin's Creed 2. Ich glaube, nee, wir verlassen Fordy noch nicht. Wo ist die Mission? Da, reparierte Erinnerung. Okay. Ich weiß nicht, warum sie auch immer reparierte Erinnerungen sind und nicht mehr Hauptmission geführt, aber egal. Wir werden jetzt ganz entspannt den Priester oder den, doch den Priester finden, der das hier zu verantworten hat. Und dann klauen wir uns den Apfel zurück. So simpel ist das. So. Wir müssen ja nur einen Priester mit einem Finger weniger finden. Das ist ja, sollte ja wohl nicht so schwer sein, ne? So, und schwupp. Hopp. Und hopp. Und ui, tauchen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hopp, 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 hopp. 1, 2, 3. Immer schön weiter schwimmen. Komm, komm, komm. Und fertig. Ah? So das. Ran ans Ruder. Gott, dreht der langsam. Echt jetzt? Oh mein Gott. Sitzt mir noch ewig. Ich hätte einfach weiter schwimmen sollen. So, ich drehe jetzt einfach so. Warte, weiter komme ich nicht? Ich wollte gerade sagen, doch. Ich will kommen noch ein Stückchen. Wir kommen noch ein Stückchen. Komm, 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 komm. Und gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff. Komm. Jawohl. Je, ich komme hier lang. Ich komme hier lang. Okay. Oder? Achso, ich muss eh hoch. Haha. Dann ist ja gut. Nee, 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 das hast du jetzt nicht gemacht. Willst du mich veräppeln? Ja. Das ist belastend. Ziemlich belastend. So, da ist doch ein Kloster. Weit vom Stamm. Die Abtei im Sumpfland der Romagna nach dem Mönch im schwarzen Umhang, der dem Apfelstahl durchsuchen. Mönch suchen wir, okay. So, den Mönch im schwarzen Umhang finden. Das werde ich ja wohl hinbekommen, oder? Wo ist er denn, ne? Hier ist er schon mal nicht. Ist er auch nicht? Marke, was stimmt nicht mit die Wache muss leider dran glauben. Okay, die hat mich direkt gesehen. Witzig. Wo ist denn der? Ah, Federn können wir später sammeln. So. Was wollen die denn von dem Mönch? Hallo, lass. Oh mein Gott. Meine Friede Güte. Sei mit euch. Ob er mir wohl helfen könnte? Was sucht ihr? Ein Mönch, mit einem Finger weniger. Dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Nee, seid nee. Ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette Finger. Finger. Ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo im Kloster. Sehr ja, schön. Ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Danke, sehr nett von dir. Geht in Frieden. Na, das du tue auch. Ich immer. Was? Geht in Frieden, ja, ja. Hopp, hopp. Und höher. Wo ist das? In der Stadt. Der wird sich doch nicht in der Stadt verstecken. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre zu einfach. Das wäre direkt vor der Haustür. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. So. Sind wir gleich schon wieder da, ne? So. Hier in dem Kloster soll der also sein. Ich bin mal gespannt. Ey, ich wollte die... Oh nein, ich wollte die gar nicht beklauen. Sorry. Och nö. Lass das doch mal sein, ja? Muss das sein? So. Nein, ich bin hier nicht. Wo ist der? Da ist er.
Geht das jetzt nicht, weil ich gesucht habe? Willst du mich verarschen? Jetzt? Gott sei Dank. So. Wo ist er? Da ist er. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was wird das denn? Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Was? Warte. Wo ist er denn? Hä? Na, mein Gott, aber das... Komm mal her. Habe ich dich. Warte, das war er nicht? Ja, ich renne ja schon. Spiel, wir entspannen uns, ne? Na komm, wo wollen die denn hin, Mensch? Wo rennen die denn hin? So, ihr kommt genau zu mir. So, einer noch. Na komm her, komm her. Los, ab, komm her. Meine Güte. Was ist da mit dem Finger? Ein Finger weniger? Bitte, nein, ich will nicht sterben. Ich töte nur die, die andere töten. So nämlich. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ja. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Ja. Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola. Ah. Ah. Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte. Santo Spirito. In Florenz. In Florenz? Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Okay. Dann hätten wir Forli auch abgeschlossen. Sequenz 12 beendet. Geht mit Gott. Hey Desmond. Hallöchen. Ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Ja, versuch schön. Doch mal, sie zu öffnen. Ja, ich würde gern. Hey, oh, okay. Jetzt 197 Florenz. Ja, baller mir das Hirn weg. Heidi Witzka. War das laut? Ach, zurück in Florenz. Wir waren lange nicht mehr hier. Da ist ein Aussichtspunkt. Ah, shit. Muss Hauptmission machen. Florentina Fiasco. Machiavelli im Bezirk Ultra... Was? Ultrano in Florenz. Mein Gott. Okay, dann suchen wir Machiavelli. Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. So, erstmal inkognito-mäßig hier reingehen. Aber warum ist auch Florenz abgesperrt, ey, die Schweine? So. Machiavelli auf der Brücke treffen. Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Ach, der Mönch ist also wirklich hier. Nee, ich kümmere mich nicht drum. Ich bin beschäftigt. Prügelt ihr euch mal, das ist nicht mein Problem. Hier ergreift mich niemand. So in das. So. Hier sieht mich niemand. Oh, Wachen. Nee, ich komme von nirgendwo. Ignoriert mich. Ich verstehe nicht, warum sie alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Ah. Das ist eine gute Frage. Da ist die Brücke. Komme ich von hier aus hoch? Nee, ne? Wäre das schlecht.
So, da haben wir die Brücke. Ist ja auch nicht ein Aussichtspunkt in der Nähe. Ah, relativ nah. Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, ich bin doch wieder da. Zu befreien. Das ist nur ein Mythos. Eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Ah ja, Mythos. Salve, Ezio. Hallöchen, Machiavelli. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses Heim. Na, der Apfel. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Wäre nicht schlecht. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Aha. Ja, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Na, Männer nur die Anführer, okay. Von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrückt. Der Klassiker. Rücken Sie das vor. Wie der Aussichtspunkt in der Nähe? Wir gucken mal. Und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Wie so häufig. Ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Das können wir vielleicht machen. Erstmal brauche ich den Aussichtspunkt gleich. Da bin ich ja ganz gierig drauf. Komm, Machiavelli, jetzt komm noch mal. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Oh. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stück. Normalerweise. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Hier lang. Eine sehr unglückliche Komplikation. Und wenn wir schon mal hier sind, gönne ich mir den Aussichtspunkt. Oh, was ist das denn? Was soll denn das? Ein kleiner Hinterhalt, ihr Frechdachs, oder was? Der nichts? So, der sieht auch nichts mehr. Hey. Komm, stech mal zu hier. Arm. In die Augen. Jawohl, jetzt so. Nicht überhaupt auf den Aussichtspunkt. Okay, das, ne, oh nein, 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 nein. Das machen wir beim anderen Mal. Ist gerade zu heiß hier. Du Scheiße. Er hat doch was zu verbergen. Hehe. Ja, komm du auch nochmal rein. Ja gut. Ich. Kein Problem für mich. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Hm. Doch gibt es eine andere Option. Wir machen Stress in der Stadt. Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Gut. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Wunderbar. Bevor ich hier überhaupt irgendwas mache, gibt es jetzt aber einen Aussichtspunkt. Das ist ganz wichtig. Ich kann das nicht haben, dass die Karte hier halb zu ist. Das nervt mich sehr. Also wirklich. So. Dann einmal hier hoch. Nein, nein, du sollst nach rechts. Jetzt hier nach. Mein Gott. Oh. Hopp, hopp, hopp. Den Turm da oben, da haben wir es auch geschafft. Ne, von hier komme ich nicht hoch. Aber von hier. Und schwupp. Erstmal synchronisieren. War das der letzte Aussichtspunkt in Florenz? Wahrscheinlich nicht. Oder? Na, schauen wir mal. Ach du Scheiße. Ja, nächste Folge.